Ich mindestens auf einer Terrasse mit einem Bier. Juhu! Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Wo sind wir, Herr Präsident, in einem Jahr? Ja, das Gleiche für mich, aber mit einem Glas Weißwein. Auf den Alkohol! Den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Humor darf sein, auch in einer Krise. Danke für die Einschätzung auf Bern. Es sind absurde Szenen, die sich gestern Abend am St. Gallen Marktplatz abspielen. Gegen die 17:30 meldet ein Passant an einer Polizeipatrouille, dass an der Bushaltestelle ein 28-Jähriger keine Maske trägt. Was? Ist das euer Ernst? Wo der Polizist ihn darauf anspricht, zeigt sich der junge Mann uneinsichtig und wird aggressiv. Kannst du meine Hose lecken hier? Gerade sofort. Er wirft dem Polizisten eine Bierdose an, schlägt ihn und klaut ihm das Funkgerät. Boy. Daraufhin flüchtet er und verschanzt sich in seiner Wohnung in der Hechtgasse. That escalated quickly. Weil er nicht mehr rauskommen, fährt die Polizei mit einem Grossaufgebot von Sondereinheit, Feuerwehr und Ambulanz auf. I mean, that really got out of hand fast. Das ist das absolute Highlight in den letzten Wochen. Dank Marco Visetti haben wir da wirklich etwas ganz Spezielles. Und darum feiern wir Marco Visetti in gebührender Zeppin-Manier. Stundenlang und manchmal bis in die Nacht hinein hat Marco Visetti an seiner Bobbahn gebaut. Erst, als ihm von lauter Umschaufeln den Rücken anfängt zu wehtun, holt er Hilfe. Da habe ich einen guten Bauernfreund angerufen, den ich hier habe. Ich habe ihn gefragt, kannst du nicht kommen mit dem Johnny, mit dem Frontlader und mir da noch mal 20 Kubik hinschieben? Dann sagt er, klar, ich komme, für Kind mache ich alles. Und so kommt es dazu, dass im Wilder Breite bei Nürnsdorf die wohl einzige Bobbahn vom ganzen Zürichbiet steht. Für die Kinder ein riesen Gaudi. Dröhnende Motoren, schnelle Sportkarren und Tuner haben über Ostern die Aargauer Polizei auf Trab gehalten. Das ist eine Sauerei, nichts anderes. Die Ausbüffe haben vorläufig ausgerührt. Sie sind die Beute von diversen Kontrollen von der Kapo Aargau. Das ist doch ein Hohn, das ist ein Ohrfeige. Mehrere hunderttausend Franken stehen jetzt hier auf dem Hof der mobilen Einsatzpolizei zu schaufeln. Es ist, wie es ist, und da muss man damit zurechtkommen. Das ist eines dieser sichergestellten Fahrzeuge. Das war bereits in der Kontrolle. Da wurde auch festgestellt, dass es extrem viel lauter ist, als es dürfte sein. Nämlich 121,9 Dezibel. Das ist etwa vergleichbar mit einem Presslufthammer. Stellen Sie sich das jetzt in einer Mehrfamilien-Aussiedlung vor oder eben auch in einer ruhigen Quartierstraße. Das ist extrem ärgerlich. Jetzt hat er schon abgespritzt.